Herzlich willkommen in der Marktkirche in Poppenbüttel. Auch heute lade ich Sie wieder ein, sich einen Moment des Innehaltens zu gönnen. Wie geht es uns damit, wenn wir loslassen müssen? Was hält und trägt uns dann? Wie ging es Jesus auf seinem Weg, auf seinem Leidensweg damit? Auch er musste loslassen. Vielleicht steht heute ja schon eine Kerze auf Ihrem Tisch. Sie erinnert uns immer an die Gegenwart Gottes. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium aus dem Kapitel 19. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hat, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Hände, die loslassen. Ein Kreuz durchkreuzt das Bild. Zwei Hände darunter. Sie können dem Kreuz nicht mehr entrinnen. Ihr Weg ist vom Kreuz gefangen. Ihre Hände berühren einander. Sie greifen nacheinander. Aber sie können einander nicht mehr halten, nicht mehr festhalten. Maria muss ihren Sohn loslassen, kann ihn mit ihrer Sorge und Fürsorge nicht mehr erreichen, muss auch die Geborgenheit bei ihm und den Schutz durch ihn loslassen. Wie oft müssen wir loslassen, was wir lieben? Menschen, die von nun an andere Wege gehen, ihre eigenen Wege gehen oder deren Weg zu Ende ist. Loslassen, Hoffnungen und Wünsche, Gesundheit und Kraft. Der Weg, das Mosaik, wirkt unruhig, so als gäbe es Stolpersteine, so als wäre nicht klar, wohin er führt, so als könnte man auf ihm zu Fall kommen. Und doch, das Kreuz, das hier beide Hände überschattet, bildet gleichzeitig ein Dach, schützend und bergend. Wo wir im Leeren stehen, ohne Halt, birgt er uns unter seinem Kreuz. Er hat erlebt, was wir erleben und erleiden. Er steht an unserer Seite. Er ist unser Halt, unverlierbar. Lasst uns beten. Jesus Christus, lass uns begreifen und ergreifen, dass du bis in die letzte Konsequenz hinein an unserer Seite stehst, dass dich nichts davon abbringt, für uns da zu sein und für uns einzustehen und unseren Weg mitzugehen. Hilf uns, unser Leben darauf zu bauen, im Leben und im Sterben. Amen. Lass uns miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.